Einst jubelten und bangten die Leute hier um den führenden Fahrradfahrer. Voller Begeisterung jubelten sie ihm zu. Und nun, alle Begeisterung verflogen, niemand jubelt mehr, wie ausgestorben. Hier radelt keiner mehr. Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Hallo Leute, wir sind heute hier mal an einer verlassenen Fahrradrennbahn unterwegs und ja, sind ganz gespannt und nehmen euch einfach mal mit. Viel Spaß, Leute. Viel Spaß beim Zuschauen, bis gleich. Los geht's, oder? Los geht's. Nehmen wir euch mit mal, kommt mit. Wir machen uns jetzt auf den Weg durchs Gestrüpp zu den Gebäuden da drüben. Und dann schauen wir mal rein, ob wir von da hinten eine schöne Übersicht haben. Hier ist der Weg für euch. Hier ist der Weg. Hier kann man sich natürlich vorstellen, dass dieser Dschungel relativ schnell entstanden ist. Hier sieht man auch verschiedene Sponsoren auf der Tribüne. Von den Plakaten her zu vermuten, dass sie nicht besonders alt sind. Also hier ist einiges sehr schnell gewachsen. Also hier könnte man früher mit Sicherheit von der Tribüne aus die ganze Rennbahn sehen. Wie ihr seht, die sich hier relativ groß erstreckt. Schon faszinierend, wie schnell hier die Natur die Rennbahn eigentlich quasi ausmerzt. Wahnsinn, wie ein Glück mit dem Wetter haben. Ja, um noch mal kurz zu zeigen. Hier hängt kein Schild, Zutritt verboten oder irgendwas. Und genau hier sind wir reingekommen. Und schon ist man hier auf dem Gelände drauf. Du siehst ja jetzt hier die Halle, ne? Ja. Denkst du, was hier war? Also ich habe hier so einige, ja, so Art Boxen gesehen und mit Tränken und sowas drin und ein bisschen altem Heu. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass da früher noch ein bisschen Sand in der Mitte war, wo wir hier eben durch großes Gestrüpp gelaufen sind und dass da nicht nur Fahrräder unterwegs waren, sondern auch Pferderennbahnen. Also ich kann es mir zumindest sehr gut vorstellen oder Sprung-Events, was auch immer. Ja. Also mit Pferden hat man hier bestimmt schaffen können. Vielleicht waren hier Stallungen, ne? Und Geräte. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, eine Runde reinzugehen. Gehen wir mal gucken. Ja. Ach, guck mal da. Ja, krass. Meinst du, das hier waren jetzt Stallungen, wo Pferde drin waren? Also ja, extrem so aus, durch die Tränken. Das ist ein Heu. Den Boxaufbau, also könnte mir nichts anderes vorstellen. Wenn natürlich einer von euch draußen da ganz genau weiß, was das hier ist, ab in die Kommentare damit. Das sieht für mich aus auf jeden Fall, als hätte man die Pferde hier richtig halten können. Zwar ein bisschen anders, da wie ich es kenne von einem Reiterhof, aber schon sehr verwandt. Respiratory Support, Unterstützung der Atemwege für Pferde. Also definitiv wurden die Pferde gehalten. Ja. Hier hast du deinen ganzen Klamotten aufgehangen. Ja. Hier hat es ein kleines Büro gehabt. Jetzt ist die Frage, wo ging es zu den Pferden? Aber das ist hier mal irgendwie ein Aufenthaltsraum, oder? Ja, ich denke auch. Kitzelkatze. What the fuck? Ich glaube eher so ein Mitarbeiterraum, wegen der Heizung da dran. Ah, diese riesen Tür, ne?
so ein Tor. Da bist du bestimmt auch mit denen irgendwie rein oder raus. Ah, guck mal, hier hat es eine Reithalle gehabt. Das hier war wahrscheinlich die Reithalle. Das ist wie so eine Saloontür, das hier. Ja, du hast halt hier eine Reithalle. Komm, guck. Ja, dann gehen wir gleich hier weiter. Ist auch noch ein Eingang. Hier riecht es ein bisschen muffig, ne? Ja, da ist ein bisschen Futter. Das hat Pferdefutter, ja, ne? Ja, guck mal, hier ist noch Pferdemineral. Guck mal, hin geht nach hoch, ne? Ja, ja, drüben ging auch eine. Ja, da hast du da oben so einen komischen. Ich kann jetzt hier oben drüber noch mal so einen kleinen Speicher oder so. Wenn hier etwas reinkommt, denkt das wieder so wirklich hier hin. Toiletten nicht. Heute gehen wir aber mal nicht gucken. Komm, ich geh vorbei. Oh, hier einer nicht da. Ey, geht das steil da hoch. Heide Witzka, sind das kurze Stufen. Jede Menge so Züge und was auch immer. Wenn ihr genau wisst, was das ist, ab in die Kommentare. Hier liegt auf jeden Fall jede Menge Pferdekram. Solche, weiß nicht, solche Züge, solche Decken. Ich glaube, die kommen unter den Sattel. Ja. So Dinge, die wahrscheinlich dann keiner mehr mitnehmen wollte, weil sie nicht von besonderem Wert sind. Lot aus. Da haben wir die Lot Klaus draus gemacht. Das ist cool. Okay, hier. Jetzt würde mich interessieren, was das hier für Tanks waren. Ich meine, okay, das hier könnten Öltanks gewesen sein. Das hier könnten ja Wassertanks gewesen sein. Womit die quasi die Pferde unten in ihren Ställen mit Wasser, Speisepumpe Motor 1, mit Frischwasser dann beliefert haben. Nur hier die, wenn du hier mal gleich in die Tanks guckst, vielleicht sehe ich jetzt selber von hier. Ah, nee, da ist auch Wasser drin. Hier ist Wasser drin, ja. Das ist ausgesehen, als wären die voll. Aber da ist nur ganz unten so Wasser drin. Könnte aber auch dann
Ich glaube, hier war mal Öl drin, oder? Ja. Meinst du, hier war mal Öl drin, was sie hier geheizt haben? Ja. Ja. Das ist eigentlich typisch für Hilfe. Ja. Gehen wir mal rüber, hä? Ja, hier haben auf jeden Fall welche sich gemütlich gemacht. Wo die dann hier das Heu transportiert hatten. Quasi von da hinten, wo du jetzt hingehst, haben die das gefördert bis hier vorne hin. Und dann sind die hier oben runtergefallen. Und da hinten dann weiter bearbeitet, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Schau mal, das hier ist doch eins von den Hindernissen, ne? Wo die dann drüber gesprungen sind und so dann halt eben stapeln konnten. Super gemütlich zum Chillen. Und das ist nicht lang her, das hier. Edeka-Tüte. Pizza, Chips, Getränke. Die Ketten an. Ey, und dann liegt hier einfach im Stroh eine CD mit The Day After Tomorrow. Das ist halt krass, ne? Vor allen Dingen gefährlich. Kommst hier hin und hast unter dir direkt. Keine Ahnung, wie weit geht es da runter? 5 Meter? Ja, gehen wir mal weiter. Kann das sein, dass das hier die Öffnungen waren, die wir eben draußen gesehen hatten? Ja, das Gitter. Ja, würde ich sagen, sind wir hier durch in dem Gebäude. Ja. Also hier ist wieder zeitliche Tribüne. Ja, genau. Ich glaube, dann haben wir sogar alle Gebäude. Ne? Ja, dann müssten wir hier eigentlich schon durch sein. War jetzt kein riesen Lost Place, so. Also vom Gelände her halt schon. Ja, da könnte man da hinten ist dann noch der Balkon sein, oder? Ja. Nee, Mann, guck mal hier. Leck mich fett. Die hatten hier drin eine fette Küche. Sicherheit schon die Hälfte geklaut hier. Steh mal hoch, gleich. Man ist also von da reingekommen. Direkt unterhalb hier die Tribüne. Und hat von hier oben, wir schätzen, dass das hier so eine Art Bistro war, hat man dann aus Feld schauen können, wo die Pferde geritten sind. Hier hat man gesessen.
Denn hier war dann quasi das Bistro, wo man seine Bestellung aufgegeben hat, mit dem Tresen. Hier vorne geht es nochmal auf den Balkon, von wo aus man auf die Rennbahn, Radrennbahn schauen konnte. Das schauen wir uns aber gleich an. Knirschteinchen unter meinen Schuhen. Okay, jetzt sind wir quasi hinter der Tribüne. Ach geil, guck mal, hier wächst auch schon irgendwas. Hier wächst irgendwas. Hier wächst auch das Fenster rein. Ja, da geht es dann noch weiter runter, ne? Ja. Und hier haben wir die. Alter, eine Dusche hier drin. Hallo? Mit Sitz. Was geht denn hier ab? Okay, und hier wird definitiv. Wurde hier Alkohol aufgehoben. Willkommen in der Geschäftsstelle. Ach, du ahnst es nicht. Egal in welcher Location man ist, man findet immer irgendeinen Raum, wo überall noch Patienteninformationen sind, Kundenunterlagen oder sonstige Dokumente mit privaten Infos. Der Wahnsinn. Gehen wir mal gucken, wo Simon ist. Alter. Was ist hier für ein Horrorcamp? Wenn ich jetzt das Licht ausmache, genau diesen. Ja, mit CS. Das ist ein Heizungskeller, ja. Heizungskeller. Alles aus. Ich liebe ja diesen Geruch von so Heizungskellern, dieses ölige, fettige, stinkige. Da ging einiges rein in das Café. Also ich schätze so 7000, 8000 Liter. Ja. Okay. Hoch. Achtung, nicht öffnen. Fenster und Buddig. Ich liebe ja so Kellerräume hier, weil die einfach total spooky sind. Und du nicht weißt, auch hier schon wieder, ne? Ohne Lampe, einfach stockdunkel. Aber das ist ultra akustisch. Ja, hier sind eigentlich so typische Einrichtungen, wo dann sich irgendeiner einen Schlafplatz gemacht hat. Voll gekackt. Ja. Ja, hier muss man aufpassen, ne? Irgendwelche Flüssigkeiten, Fäkalien überall. Spraydosen. Vielleicht irgendein Sprüher, der hier sein Lager hat, die sprühen geht, das nebenbei alles voll scheißt. Widerlich. Widerlich und widerlich. Alter, das ist eng.
Ja, also ich glaube, so vom Feeling her könnte hier jemand gewohnt haben. Du hast hier ein Bad drin. Du hast hier theoretisch ein Wohnzimmer drin. Kleinen Flur. Und dann hast du hier so ein Esszimmer mit Küche. Ne? Ah, das ist so eine richtig kleine Küche. Wohnung, ne? Aus dem Keller hoch, Eingang. Ja. Ganz merkwürdig. Vielleicht damals der Besitzer vielleicht hier gewohnt hat oder den Hausmeister oder so, der dann hier gelebt hat. Direkter Zugang zum Keller. So, wir sind jetzt einmal komplett durchs Gelände rum. Einmal draußen, einmal drin. Waren ein paar interessante Räume dabei. Auf jeden Fall. Ein paar schöne Sachen zu sehen. Was sagst du zur Location? Waren interessant so für zwischendurch. Also gerade hier drin kommt man doch noch ein bisschen was ahnen, was hier früher stattgefunden hat. Ja. Man konnte ein bisschen schauen, welche sportlichen Veranstaltungen hier wohl geführt wurden. Und zu damaligen Zeiten war das bestimmt echt eine coole Location. Eine coole Location, ja. Du hast die Radbahn draußen, drin die Pferdereithalle. Ganz genau. Ein kleines Bistro hier drinnen. Ja. Sogar Wohnraum war hier, also das war spannend zu sehen. Und mitten in der Natur. Und ja, mittendrin. Und wer hier wohl gewohnt hat, ja, wir spekulieren. Vermutung. Genau. Hausmeister. Aber auf jeden Fall interessant gewesen, das noch zu finden. Damit habe ich hier auf der Rennbahn tatsächlich nicht gerechnet. Ja. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, liked das Video. Gerne noch einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns drauf. Haut rein. Ciao. Seele baumeln lassen. Seele baumeln lassen, oder? Ja. Ich muss sagen, ein bisschen unbequem ist er schon. Ja. Ja. Aber man kann noch gut entspannen hier bei den Wettern. Ja, man sieht da im Gesichtsausdruck an, dass er am hart entspannen liegt. Ciao Leute, bis bald auf dem nächsten Lost Place. Ciao. Buh, 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 buh.